Hallo Leute, heute möchte ich euch wieder meine Douglas-Box vorstellen vom Januar 2013. Kann mir mal jemand erklären, warum heute mein Gesicht so rot ist? Also, das ist schlimm. Ich habe keine Rouge drauf und trotzdem sehe ich aus, als hätte ich 48 Grad Fieber. Haha, so hoch geht gar nicht. Bevor ich anfange, möchte ich noch vier Mädels grüßen. Jenny, Clara, Samantha und Vanessa. Fühlt euch herzlich von mir begrüßt. Ja, dann zeige ich euch mal, was diesen Monat in meiner Box war. Man konnte sie sich wieder zusammenstellen. Zum Glück, letzten Monat war das leider nicht so und ja, ich fand es nicht so berauschend. Deswegen gab es auch kein Video, weil die Box hatte kein Video verdient. So. Wie kommt man an diese Box? Also, ihr müsst bei Douglas einfach die Douglas-Box abonnieren. Für 10 Euro im Monat hört sich leichter an als getan. Denn leider ist diese Box seit Ewigkeiten ausverkauft. Aber ich gebe euch einen guten Tipp. Am 20. Januar wird wieder bekannt gegeben, was das nächste Hauptprodukt dieser Box sein wird. Und in diesem Tag werden immer ganz, ganz viele ihre Box kündigen, weil sie doch nicht mehr so zufrieden sind. Oder keine Ahnung. Auf jeden Fall war das bisher immer so. Und schaut einfach mal in 4 Tagen, dann vormittags, auf die Douglas-Seite. Da wird bestimmt ein Abo wieder für euch erhältlich sein. Ich fange dann auch mal an. Endlich. Schon dreimal gesagt, jetzt fange ich an. Also, ich habe mir ausgesucht. Einmal von Benefit eine Mascara-Probe. Das sind 3 Gramm von dieser sehr real Mascara. Und die werde ich jetzt gleich mal ausprobieren. Ich habe nämlich jetzt extra noch keine Wimperntusche drauf gemacht, damit ich sie gleich testen kann. Oh. Ein Gummibürstchen. Jo. Mal schauen, wie sie so ist. Jo, finde ich jetzt nach dem ersten Mal benutzen nicht so sehr knallermäßig. Ich benutze zurzeit immer noch sehr gerne die Max Factor Probe vom Januar. Vom November. Die finde ich eigentlich ganz gut. Ich habe immer das Gefühl bei diesen Gummibürstchen, dass die vorne so am Wimpernansatz, also am Augenlid, ziemlich wehtun. Also bei mir zumindest immer. Die stechen immer so. Ja. Werde ich natürlich noch weiter ausprobieren, die Mascara-Probe. Einmal benutzen, sagt jetzt ja nicht so viel aus. Hier steht, 94% der Testerinnen haben dramatische Länge und Volumen gesehen. Aha. Mal schauen. Ich habe es bis jetzt noch nicht gesehen. Dann habe ich mir was ganz Cooles ausgesucht. Und zwar von Isadora. Das Dynamic Lash Growth Serum. Das soll nach 30 Tagen schon sichtbar längere Wimpern produzieren. Das ist halt so auch eine Art Gummibürstchen. Und das soll man abends auftragen auf die Wimpern. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es gibt ja dieses teure M2 Lashes. Und das hier kostet 20 Euro. Aber ich glaube, das ist auch nur ein Pröbchen von dem Serum. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. 3 Milliliter sind enthalten. Mal schauen, ob sie 30 Tage hält. Ich werde es dann wahrscheinlich in den nächsten Tagen anfangen zu benutzen. Und auch ein Vorher-Foto machen oder einen kleinen Videoclip und versuche meine Wimpern zu messen mit dem Geodreieck. Also, ich werde das ausprobieren mit dem Zeug hier und euch dann berichten. Ja, bei den anderen Sachen hatte ich ein paar Probleme, was ich jetzt nehmen soll. Ich habe dann einfach von La Vera noch eine Traubenpflegekur genommen für die Haare. Ohne Silikone, für normales bis pflegebedürftiges Haar. Das ist halt einfach ein Produkt, das man 1 bis 2 Mal anwenden kann. Und dann kann man es auch in die aufgebrauchte Tüte packen. Also werde ich euch dann weiter davon berichten. Ich bin nicht so der Haarpflege-Experte. Also ich wasche meine Haare mit Shampoo. Und das war es auch schon. Also ich habe keine Spülung, kein Haaröl, keine Kur, kein Sprühzeug, also das ist mir alles irgendwie immer zu viel. Dann habe ich vor ein paar Monaten
öfter mal was von dem Öl gehört, dieses Bee Oil. So sieht das aus. Kann ich mal gucken, wie es riecht? Ich gucke mal, wie es riecht. Ich schnuppere mal dran. Riecht ganz gut soweit. Kann ich aber nicht beschreiben, wonach. Ist eine sehr große Probe, wie ich finde. Das sind 60 Milliliter und das hilft bei Narben, Dehnungsstreifen, ungleichmäßige Hauttönung, reife Haut, trockene Haut. Ja, soll man zweimal täglich über einen Zeitraum von mindestens 3 Monaten auftragen. Während der Schwangerschaft zweimal täglich. Oh, ich bin nicht schwanger. Und ich habe es auch gestern in der Werbung gesehen, dauernd von wegen perfekt für schwangere Frauen. Also, ich nehme das auch, ohne schwanger zu sein. Also für Narben ist es natürlich, steht hier, das ist sehr gut. Habe ich ja durch meine zahlreichen Operationen. Und trockene Haut ist auch sehr gut, gerade jetzt im Winter. Und dann natürlich die beiden Hauptprodukte, die konnte ich nicht vergessen, waren beide von Anatomicals. Ich glaube, das ist eine recht neue Marke. Einmal die Gesichtscreme. So, Hotti Totti is never spotty. Soll das jetzt lustig sein? Das ist eine Gesichtscreme. Wo ist der nächste deutsche Text? Mattierende und feuchtigkeitsspendende Gesichtscreme. Auf Gesicht und Hals auftragen. Ja. Werde ich wahrscheinlich eher nicht benutzen. Ja. Ich brauche nichts Mattierendes. Ich glaube, das ist einfach nicht so ganz gut für meine sehr, sehr trockene Haut geeignet. Ich bleibe dann doch lieber bei Alverde. Und das werde ich einfach mal verschenken. Dann gab es noch das Augengel. Auch mit einem sehr, sehr lustigen Spruch. Und hier ist das so, dass es halt wirklich ein Gel ist. Und das aber, ja, ich bin am Überlegen, ob ich das benutze. Wo finde ich es denn jetzt? Also ich glaube, dass in den Anatomicals-Produkten Silikone enthalten sind. Ich finde gerade hier nicht mehr in den Inhaltsstoffen genau den Stoff. Ich vergesse auch immer, wie die heißen. Und eigentlich habe ich immer das Gefühl gehabt, dass ich von Silikon eher Ausschlag bekomme im Gesicht. Aber ich weiß nicht, vielleicht lag das doch an etwas anderem. Ich weiß es nicht. Und ich werde es einfach nochmal dieser Augencreme hier oder dem Augengel eine Chance geben. Aber ich trage es vorsichtshalber nur unter einem Auge auf. Also, wenn ich dann wieder irgendwelche Pusteln bekomme oder Unreinheiten, dann weiß ich ja, dass es wirklich an den Silikonen liegt. Also mein Fazit zu dieser Box ist positiv. Ich bin mit den Produkten zufrieden, auch wenn jetzt nicht alle etwas genau für mich sind, aber ja. Ich finde, die 10 € haben sich trotzdem gelohnt. Ich freue mich schon auf dieses Wimpernserum und die Mascara finde ich soweit auch in Ordnung, das Öl und die Kur. Ihr könnt mir ja wieder schreiben, was ihr in der Box hattet. Was habt ihr euch ausgesucht? Wart ihr zufrieden mit der Auswahl? Das war's, glaube ich, auch schon zu meiner Box. Ich muss das Video ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich freue mich dann schon auf meine nächste Box im Februar. Werde euch natürlich wieder davon berichten. Und bis dahin, tschüss! Einfach nur Hallo sagen. Wieso tickt die Uhr heute so laut? Dieses Video ist irgendwie zum Scheitern verurteilt. Ich krieg's heute nicht hin. Ich hoffe, das war jetzt nicht so schlimm.